Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind im Winter und wir sind in der Version 2.0.0. Oh. Das ist neu, dass man da im das Third Person startet. Hallo mein Schatz. Was beschäftigt dich im Moment? Mein Herz blutet, wenn du nicht bei mir bist. Und wie steht's um unser Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmaterial im Dorf. Ja. Danke, du auch. Das ist neu, die reden jetzt sehr viel mehr anscheinend. So, wir müssen jetzt natürlich gucken. Es ist, wie gesagt, es ist die Version 2. Irgendwas. 2.0.0.0. Jetzt müssen wir hier natürlich mal gucken, was hat sich denn alles getan? Was ist an neuen Gebäuden hinzugekommen? Sind neue Gebäude hinzugekommen? Hier mal noch nicht. Jagdhütte, Kräuterhütte, Fischerhütte. Nahrungsmittellager, Scheune. Heuhaufen ist neu. Kaufen wir. Feldschuppen hat eine Vogelscheuche und hat einen Taubenschlag. Okay, also es gibt definitiv ein neues Schema. Schweinestall, Eselstall hat ein einfaches Spalier. Nahrungsmittellager. Stall hat ein Laubenspalier. Müssen wir mal gucken, was das macht. Pferch, Kuhstall, Bienenstock hat ein Bogenspalier. Scheune 3, Windmühle. So, Produktionstechnik. Küche ist was Neues hinzugekommen. Eine Butterungsstation. Okay. Cool. Kann von Dorfbewohnern genutzt werden. Schmiede haben wir alles. Mäherei haben wir alles. Werkstatt haben wir. Schmiede. Näherei hat eine Waschstation. Cool. Und eine Wäscheleine. Sehr schön. Küche hat alles, Marktstand hat gar nichts, Schmiede, hier sind Entfiederungsstationen und ein Karren. Wir haben Karren, Leute, wir haben wirklich Karren. Zwar nur ästhetisch, aber wir haben Karren. Jawoll. So, Schenke. Das ist alles geblieben. Verwaltung muss ich gerade mal gucken. Gebäude sind keine hinzugekommen. Jetzt müssen wir natürlich mal bauen. Wäscheleine gab's, ne? Und Waschstation. Gucken wir mal, wo wir das hinmachen. Aber ich will erst mal gucken, was gibt's denn Neues? Zäune? Also das ist neu. Bretterzäune. Einfacher Holzgartenzaun. Schalten wir frei. Schmuckgartenzaun. Langer Kreuzzaun. Langer Doppelzaun. Die müssen wir nachher unbedingt mal angucken. Bretterzäune. Holzzäune. Achso, das sind die. Steinmäuerchen. Okay, und dann gibt es Eisenzäune. Das ist auch neu. Okay, also sehr viel mehr Dekomöglichkeiten. Gatter. Holzgatter. Haben wir einen einfachen Torbogen. Einen weiten Torbogen. Einen überdachten Torbogen. Brettergatter, Lattengatter, Eisengatter, okay. Die reden jetzt echt mehr, ne? Man hört das so die ganze Zeit. Und da fehlt aber auch Material. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was denn. Gewinnung, Kräuterhütte, hat keinen Löwenzahn mehr, okay. Da müssen wir mehr
Löwenzahn, das ist auch Löwenzahn, das ist Löwenzahn. Hier haben wir Löwenzahn. Da haben wir Löwenzahn, da haben wir Hopfen, das will ich aber auch nicht. Ausnüchterungstrank, den können wir machen. So, dann haben wir Jagd. Fischerhütte. Produktion nicht eingestellt. Okay, wir haben jetzt also nicht einfach Fisch, sondern wir haben die unterschiedlichen Arten an Fisch. Barsch, Hecht. Also wahrscheinlich muss ich gucken, was bei mir wächst, oder? Sehe ich das richtig? Also wir machen jetzt den Fisch. Achso, wir produzieren nicht mal einfach Fischfilet, sondern wir machen jetzt den Fisch. Und aus dem Fisch machen wir dann Barsch, Hecht. Okay, das ist neu. Produktion, was fehlt uns da? Schmiede. Wir haben keine Holzstämme mehr, okay. Das kriegen wir hin. Holzschuppen. Mach mal weniger Brennholz und dafür mehr Holzstämme. Ich glaube, ihr seid auch schon am Limit, ne? Jep. Gehen wir mal mit den Stöcken runter. Da müssen wir zur Not sammeln oder mal die Produktion ein bisschen runterfahren. So. Handarbeit. Schneeball. Ja, das ist alles gleich geblieben. Möbelfallen und Dekorationen. Wir haben jetzt Angeldekoration. Fischernetze. Wir haben Landwirtschaftsdeko. Die Komposthaufen, die kennen wir. Entfiederungsstation, Butterungsstation, Heuhaufen. Zweimal Heuhaufen, was ist da der Unterschied? Dreimal, also groß, klein, mittel oder irgendwie sowas. Dann haben wir Holzfäller-Deko. Oh. Brennholzstapel. Ich liebe es. Cool. Einfache Holzarbeiterstation. Müssen wir nachher mal gucken. Jagdarbeitsstation. Da haben wir eine Gerbstation. Holzstamm und einen Stock. Die bauen wir jetzt mal. Holzstamm und ein Stock. Der Holzstamm könnte gerade ein Problem werden. Holzstamm. Genau, Holzstamm haben wir nicht. Müssen wir uns einen holen. Und Stock holen wir uns, glaube ich, auch. Oh, Technologien. Du hast genügend Technologiepunkte gesammelt, um die Werkstatt freizuschalten. Ja. Ja, die Sachen kommen jetzt auch gerade ein bisschen wieder. Wir holen uns aber gerade mal einen Holzstamm und einen Stock. Ich weiß gar nicht, was man noch alles an Sachen jetzt so ändern kann. Also wir werden definitiv das hier jetzt noch ein bisschen weiterspielen, weil ich will auf jeden Fall neue Deko und sowas machen. Gebäude. Ja, das wissen wir. So, Holzstamm und Stock haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Und dann bauen wir hier jetzt nämlich die Gerbstation hin.
Arbeitsstation Jagd. Gerbgestell. Zu uneben. Was? Wenn ich die drehe? Hier ginge. Hier geht auch. Na, hier war doch gerade. So. Was haben wir noch? Da brauchen wir Leingarn. 10 Stöcke und Leingarn. Gerbgestell, Wolfsleder, Ziegenleder. Wolfsleder ist genau das, was ich brauche. Leingarn. Wir organisieren gerade mal Leingarn. Weil da können wir jetzt noch schön viel Deko auf jeden Fall auch noch aufbauen. Das ist richtig, richtig schön, dass da so viel hinzugekommen ist. Dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen hier. Ja, Stöcke haben wir ein paar. Leingarn. So. Stöcke sammle ich aber gerade. Ja, die reden jetzt, ne? Worauf ich auch mal sehr gespannt bin, ob der Bug weg ist. Dass die immer stehen bleiben. So, dann würde ich hier nämlich jetzt auch noch die andere Dings hinmachen. Deko Jagd. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich. Was? Bin mal gespannt, ob sie das auch wirklich nutzen. Machen wir mal den Weg noch hier hin. Musik ist auch neu, ne? Glaube ich. Ja, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Gucken wir mal, was es noch Neues gibt. Das war Arbeitsstation, Wäscherei. Waschstation kann von den Dorfbewohnern genutzt werden. Wäscheleine. Brauchen wir nochmal Stöcke. Stöcke kriegen wir noch. Dann können wir mal bei wem, jemandem. Können wir mal Wäscheleinen in den Garten stellen. Und vielleicht eine Waschstation aufbauen. Muss ich noch mal gucken, was wir dafür brauchten. Das ist so mega schön, muss ich sagen. Es hat ein bisschen Ärger gegeben mit dem Update, dass es nicht richtig laden wollte erst. Ich hatte es darauf geschoben, dass ich die Public Stage Version hatte. Die habe ich dann deinstalliert. Also quasi zurück auf den Standard. Und ja, was soll ich sagen? So, dann machen wir hier nämlich den Waschbottich hin. Was brauchen wir? Tonschale und 8 Bretter. Eine Tonschale und 8 Bretter. Da gucken wir gerade mal. Da geht uns gerade mächtig das Material aus. Ich vermute mal, das sind die Werkstätten hier, ne? Wir haben keinen Ton. Können aber Weinflaschen mal runterschrauben. Und
alten Flakons können wir auch runterschrauben. So. Da waren wir noch gar nicht fertig. So, Werkstatt 2. Fehlt auch Ton. Können wir auch mal die Weinflasche noch was runterschrauben? Werkstatt 3. Können wir auch Flakons ein bisschen runterschrauben? Lass mal wieder Ton aufbauen. Was machst du noch? Eimer habe ich gesehen, ne? Nur noch 5%. Da braucht ihr Bretter. Und bei euch ist auch der Ton. So. Drehen wir das gerade auch mal runter. Dass Stockverbrauch ein bisschen weniger ist. So, wir brauchten ein Brett und einen Ton. Tonschale oder sowas, ne? Ja, das behalte ich mal. Und Tonschalen. Die wären, glaube ich, wenn hier, ne? Haben wir aber, glaube ich, nicht. Tonflasche, Tonvasen. Haben wir jetzt ein bisschen Ton? Nee, überhaupt keinen. Okay, besorgen wir den auch geschwind. Schon schön, dass die jetzt reden, ne? Also es bringt ein bisschen mehr Leben in das Ganze, finde ich. So, jetzt besorgen wir gerade Ton, dann machen wir die Tonschalen. Und er schnauft jetzt auch anders, habe ich den Eindruck. Was ist denn jetzt schon alles wieder weg? Es ist immer noch der Ton. Küche. Was fehlt denn euch? Ei. Ja, das habe ich befürchtet. Oh, mach mal die Rühreier weg. Wir gehen gerade mal ein bisschen zurück mit der Essensproduktion. Sollte eigentlich funktionieren. So, da ist natürlich immer noch Ton, ja. Habe ich jetzt keine Schaufel dabei? Nicht wirklich, oder? Doch wirklich. Ich habe keine Schaufel dabei. Eisenschaufel. So. Jetzt holen wir Ton. Ein Teil können wir ins Lager tun. Ein Teil brauchen wir selber. Ja, ich bin nochmal sehr, sehr gespannt. Also das nehme ich jetzt gerade zuerst auf. Habe also noch nicht in die neue Map reingeschaut. Das werde ich danach machen, wenn ich die Folge hier aufgenommen habe. Wie angekündigt werde ich jetzt übrigens Medieval Dynasty, also diese Staffel, erstmal nur noch jeden zweiten Tag zeigen. Und mit der neuen Map, mit der neuen Staffel natürlich komplett neu durchstarten. Und dann, das werde ich versuchen täglich zu zeigen. Mal gucken, wie ich es hinkrieg. So, Ton hätten wir.
das auch ein neues Geräusch? Ich bin echt mal so gespannt, was uns auf der neuen Map auch alles erwartet. Aber ich wollte jetzt erstmal reingucken, was ist an neuen Sachen. Leider keine neuen Gebäude tatsächlich reingekommen, aber immerhin ein bisschen was Neues. So, wir nehmen mal 15, behalten wir mal. Und dann gucken wir, dass wir die Tonschalen hergestellt kriegen. Well, well, well. Aber ich freue mich schon riesig über die ganzen neuen Deko-Sachen, die wir jetzt dann auch mal bauen können. Da werden wir morgen, denke ich, kräftig mit durchstarten. Nicht morgen, also in-game morgen. Heute werden wir erstmal hauptsächlich erkunden. Und, achso, ich muss das ja auch noch... Dürfte ich da gerade mal dran, meine Liebe? Das wäre super. Danke dir. Tonschalen. Machen wir 4 Stück. Musik ist definitiv neu. Mhm, ja, das sind Eier und Ton und Holz und sowas alles. Das freut mich. So, dann machen wir jetzt unseren Waschplatz fertig. Wie gesagt, um die ganzen Sachen da oben, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Wird dann übermorgen kommen. Also nicht morgen, sondern erst übermorgen. Er mag keine Konversation übers Wetter, okay. So, dann machen wir jetzt nämlich hier den Waschplatz hin. So. Was fehlt jetzt noch? Ach, 8 Bretter brauche ich. Wie komme ich denn auf 2? Wie kam ich denn auf 2 Bretter? Den Ton können wir noch rüber tun. So, nächster Versuch. Dann haben wir hier nämlich auch so ein bisschen unsere Waschecke. Sehr schön. Ich weiß nicht, inwiefern die Dorfbewohner das wirklich nutzen. Aber schön, dass sie es können. Also angeblich können sie es ja, ne? So, was haben wir denn noch Neues? Arbeitsstationen haben wir jetzt, glaube ich, alle durch. Wir haben Spaliere und Blumentöpfe. Boah, guckt euch das an. Wir haben sehr viel mehr an Blumentöpfen. Blumentopf aus Stein, rechteckiger. Müssen wir uns angucken. Spaliere... Ach so, das sind die Spaliere. Einfaches Spalier, 8 Stöcke. Laubenspalier. Bogenspalier. Beleuchtung. Es gibt Feuerschalen. Laternen, die haben wir ja. Feuerschale. Müssen wir freischalten. Guckt euch das an. Ist das herrlich. Schön. Sitzgelegenheiten. Bänke. Jetzt gibt es Bänke mit Rückenlehne. Das ist neu. Einfache Holzbank. Die ist neu. Baumstammbank kennen wir ja. Holzbank kennen wir auch. Holzbank mit Rückenlehne. Sehr schön. Tische. Ein Holztisch, einfacher Holztisch, einfacher, den Baumstammtisch kennen wir ja. Eigentlich hatten wir die Schemata schon, aber egal. Stühle.
Einfache Holzschemel hatten wir eigentlich auch schon. Aber es gibt es richtigen Stuhl. Das ist neu. Cool. Was haben wir noch? Behältnisse. Weidekorb, Bündel, Sack, Fass, Kiste. Das ist, das kennen wir. Fallen, Vogelfalle, Rattenfalle, das kennen wir alles. Da hat sich nichts dran geändert. Lagerfeuer gibt es auch nur die drei. Okay, dann haben wir hier aber auch noch einen Glockenpfahl. Abtritt. Das ist eine Toilette, Leute. Wir haben Toiletten und Karren. Vier Bretter, zwei Holzstämme und zwei Holzräder. Vier Bretter, zwei Holzstämme, zwei Holzräder. Vier Bretter. Zwei Holzstämme und Holzräder haben wir definitiv genug. So, den können wir nämlich jetzt wunderschön hier zu dem Schuppen stellen. Dass wir den hier parken. Da steht er, glaube ich, besser. Gucken, ob das geht. Was fehlt noch? Zwei Holzstämme? Ich dachte, ich hätte Holzstämme gehabt. Muss nachher nochmal gucken, was da genau alles fehlt, aber... Das ist jetzt gerade wichtiger. Und wir können dann auch richtige Eingänge für unser Dorf bauen, ne? Richtige Tore. Upsala. Dann können wir endlich Tore hinmachen. Sehr schön. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Teil der Palisade neu bauen. Aber das geht klar. Oder wir machen den Karren hier hin. Mit dem holen die ihr Essen. Das ist eine Idee. Jawohl, wir haben einen Holzkarren. Oh, das feiere ich total. Wenn man da dann... Das wäre natürlich schön, wenn man da noch Säcke oder sowas reintun könnte, aber... Sehr, sehr schön. Viel, viel neue Deko. Vogelscheuche kennen wir, das kennen wir. Taubenschlag ist auch neu, den müssen wir natürlich auch machen. Was der Glockenpfahl ist, das sagt mir gerade nichts. Abtritt kennen wir. Da können wir auch, wir holen gerade mal 8 Bretter. Muss aber doch mal gucken, was da los ist. Fehlt halt überall Ei, ne? Mach du mal kein Roggenbrot, sondern mach du mal kräftig Pilzsuppe. So. Die machen auch Roggenbrot, okay. Dann mach du mal Kohlsuppe. Wir brauchen gerade erstmal wieder Ei. Schade, dass das Gebäudelimit nicht erhöht wurde. Da hatte ich ein bisschen mit gerechnet, aber... Ja. Dem ist leider nicht so. Da erhöhen wir die Gemüsesuppe und dann sollte es mit den Eiern jetzt dann aber auch bald wieder klar gehen. Fischtarte 10%. Küche Nummer 6, die macht auch Fischtarte. Mach du auch mehr Gemüsesuppe einfach. So, Schmiede. Holzstämme, lass das gerade mal mit den Eisenschaufeln. So, Werkstatt. Stöcke fehlen. Dann hör du gerade mal auf. Mach du mal nur ein bisschen.
uns Holzräder machen. So, Weidekorb. Weidekiste. Mach du mal nur ein paar Flakons. So. Okay, jetzt sollten wir mal den Großteil zurückgeschraubt haben. Bretter, genau. Wir brauchten, was waren das, 16 Bretter? Ich weiß, dass wir nicht mehr so viele haben. Was sagt unser Brennholz? Brennholz ist noch okay. So. Dann können wir, hier hatten wir ja mal so was Ähnliches gemacht. Dann würde ich das hier jetzt noch hinbauen. Oder? So. Wir haben ein Klo. Öffnen können wir es nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die NPCs das können. Was stand denn da? Ist das für die nutzbar? Möbel von ästhetischem Wert. Okay. Oh, und wir könnten so einen Taubenschlag bauen. Sehr schön. Ich liebe das einfach. Oh, man sieht sogar, was sie unten reden. Ich muss mal was essen, bevor ich hier verhungere, vor lauter Hype. So. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Gebäude, wie gesagt, da gab es, glaube ich, nichts Neues. Holzschuppen, Kräuter. Jagd, Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion, Dienstleistung. Ne, da gibt's nichts Neues. Zäune hatten wir. Holzgatter. Es gibt auch diese doppelten. Da bräuchten wir 3 Holzstämme und 4 Bretter. Das machen wir gerade. 3 Holzstämme, die müssen wir uns wahrscheinlich holen. Und 4 Bretter waren das. Muss mal die Anzahl an Rädern runterstellen, die die fertigen. Moment. Das müssen wir gerade mal. Die fertigen meine ganzen Bretter weg. Näherei braucht was. Sonst haben die hier nämlich gleich auch nichts mehr. Holzbecher, das kannst du mal ganz einstellen. So. Holzräder. Gehen wir auch gerade mal auf 5% runter. Dass wir noch ein bisschen was tun. Ihr macht noch 1-2% Eimer und Holzräder drehen wir auch mal ganz ordentlich runter. Oder gehen wir auf 0. So. Werkstatt. Kann das sein, dass irgendwie die Zahlen angezogen sind? Also, dass sie produktiver plötzlich arbeiten? Wir haben kein Leder. Jagd.
Jagdhütte. Dann drehen wir das Leder auch mal ganz hoch. Weil ich irgendwie ist gerade die ganze Produktion komplett aus dem Tritt, habe ich den Eindruck. Ich meine, das Holz fehlte, das war mir klar. Lederpelz. Macht eigentlich irgendjemand von euch Fleisch? Ihr macht? Nö, auch nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Fleisch wir noch haben. Ein Tor wollten wir bauen. Muss mal gucken, ob das passt. Aber schön, jetzt haben wir wirklich Leben im Dorf. Zäune, Gatter. Oh, das müssen wir bauen. Das müssen wir noch drehen. Achso, Zäune mussten wir ja bisher immer bauen, ne? So ist, glaube ich, okay. Ach so, Holzstamm fehlt. Da war ja was. Unten das Symbol dafür Nahrung und Lebensmittel und Dings, das ist auch im Kreis, das ist neu, glaube ich, oder? Ich meine, da wäre einfach sonst halt ein grauer Punkt gewesen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, das sieht doch mal grundsätzlich gut aus. Ja, die Fackeln müssen wir noch dahinter packen. Das machen wir aber noch. Ich wollte es einfach mal testweise bauen und das ist wunderschön. Sehr schön. Das hat auch gefehlt, ne? Also das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die jetzt neu dazugekommen sind, wo ich mich echt drüber freue, dass wir das jetzt demnächst dann bauen können und dekorieren können und tun und machen können. Also da werden wir auf jeden Fall noch eine Weile diese Staffel auch spielen. Und ja, ich hoffe, dass das mit der Landwirtschaft dann jetzt auch alles wieder funktioniert. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch mit diesem Bild die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns übermorgen, wohlgemerkt in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.